Reality Stars. Es ist Zeit für euer nächstes Spiel. Dieses Mal ist Köpfchen gefragt. Stellt also sicher, dass euer Grips tiptop in Form ist und ihr eure grauen Zellen auf Hochtouren tanzen lassen könnt. Ah. Denn um zu gewinnen, müsst ihr gut überlegen, klug unterscheiden und korrekt zuordnen. Viel Erfolg! Wie, das war's? Das war's. Ja, aber was, gibt's jetzt Fragen, Robert? Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt nicht die Hellste, ne? Ich komme erst von der Schule, ja. Aber lernt man in der Schule so viel Allgemeinbildung? Ich war nicht so oft da, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was jetzt für ein Spiel ist. Keine Ahnung, wir sollen irgendwo hinrennen, oder was? Dann muss ich natürlich meinen J-Lo wieder einsperren, oder? In den Schrank und was anderes anziehen. Eine Wüstendurchquerung auf Händen und ohne Wasser wäre mega schwierig. Geile Brille. Aber Ray-Ban, ne? Das ist Ray Berry? Ja, das ist Ray Berry, ne? Ja, ja. Mallorca, ne? Ja. Ray Berry. Heute billig, morgen teuer. Ja. Man pilgert gen Spieleparadies. Unser hochmotivierter Set-Praktikant hat sogar Palmen eingepflanzt, damit es hier nach Thailand und nicht nach Fernsehstudio aussieht. Bei diesem Spiel geht's um Zitate. Vielleicht einen Tacken zu anspruchsvoll für euch? Hm? Die Leute sind hier nicht so unterbelichtet wie in den üblichen Trash-Shows. Diese Aussage lassen wir jetzt einfach mal einwirken. Hi, guys, ich bin auf rotem Teppich. Alle warten auf meine Crew. We are coming. Nein, die Rapper-Omi ist nicht wirr im Kopf, sie ist einfach nur lustig und telefoniert deshalb mit einer Taschentuchpackung. Liebe Reality-Stars, willkommen beim Spiel Trash oder Hochkultur. Hier sitzt nur Trash und kein Hochkultur. Es geht heute um ordentliche Mülltrennung. Könnte ja auch wieder irgendwas sein mit uns, wo wir uns irgendwo reinsortieren müssen. Wühlt im Müll auf der Suche nach einem Zitat. Achtung, Spoiler, so sieht das Movement aus. Dann überlegt gemeinsam, wer das gesagt haben könnte. Ist das Zitat eher Trash? Oder doch Goethe, Schiller, Barack Obama? Ich weiß nicht, wer das ist. Was ist Hochkultur? Und was ist einfach nur Trash? Frag nicht, wer Goethe ist, ich weiß es nicht. Das checkt man doch, ob jemand sagt, yes, we can, oder jemand sagt sowas wie halt, warte mal ab. Ach, das ist doch easy. Es gibt einige hochkulturelle Persönlichkeiten, die auch schon richtige trashige Aussagen getroffen haben. Ernsthaft. Das Problem ist, dass viele Trash-Leute Sachen zitieren von hohen Leuten. Strengt euch an, entscheidet euch. Lagt ihr richtig, bleibt ein Bett von euch da, wo es ist. Wow. Oh, es geht um Betten. Da habe ich schon gedacht, das ist doch was Ernstes. Auf dem Boden schlafen. Komm, wir machen eine Vereinbarung. Der Verlierer darf zum anderen ins Bett. Heute ist Gangbang, oder was? Ja, Ronald, das ist deine Linie. Ronald, voll in Absicht, das weißt du. Wer ist denn mal der schlaue Mann, der aber ein bisschen pervers ist? Ronald? Ronald. Ronald. Und wenn ihr verliert, dürft ihr zu mir ins Bett. Ist das nicht gerecht? Oh, ja, wir müssen schon mal Vorsorge treffen. Wir sind ja nicht bei Wünsche. Wir machen jetzt den Deal, ne? Also ich kann bei diesem Spiel nur gewinnen. Und da dachte ich nur so, okay, Ronald, es reicht. Mir reicht's auch. Gebt mal Gummi jetzt, die Sonne verbrutzelt mir meine Denkorgel. Offenbare keinem deine Seele, denn sie wird nur verschmutzt. Ja, ja. Hochkultur, wer ist Hochkultur? Aber wer hätte das sagen können? Hochkultur oder Stress? Tja. Hochkultur? Hochkultur. Safe? Ja, na klar. Mike beschleichen Zweifel. Schließt er sich der Aussage nicht an? Daniela Katzenberger. Daniela Katzenberger. Du kannst dir einfach überhaupt nicht sicher sein. Mike hoppelt erneut in die Tonne, um Rich Nana das Zitatewühlen zu ersparen. Ein Bett ist schon mal draußen. Verspielt die Schlaugang jetzt das zweite? Und was lernt man daraus? Höre nur auf dich selbst.
Lieber Harmonie als Psychiatrie. Trash. Ja, 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 ja. Wer ist für Trash? Ja, komm. Ja, ja, Trash. Einer dagegen? Entscheid du, das ist deins. Wer aus dem Trash soll denn sowas gesagt haben? Lieber Harmonie als Psychiatrie. Trash. Dann mach Hochkultur, komm, dann trau dich, wenn du der Überzeugung bist. Dann schmeiß rein. Mach, wie du möchtest. Ja. Das war Hubert K. Evelyn Bodecki. Ja. Oh. Mike, du hast zweimal reingekackt. Aber mehr reinscheißen kann man nicht, ey. Evelyn Bodecki würde ich niemals schlecht reden, weil für mich ist Evelyn Vorbildfunktion. Die ist hochintelligent, die hat ihr Ding durchgezogen, die muss nicht jeden Tag präsent sein, um Geld zu verdienen. Die geht auch wieder zu Netto an die Kasse, wenn es sein muss. Und das feiere ich an ihr. Der Wille der Gruppe ist stark, so. Aber ihre Allgemeinbildung muss noch ein bisschen stehen. Also ich muss da richtig suchen, ne? Oh, ich hab was. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. 100%ig Trash. Trash, fuck. Trash as fuck. Trash. Aber wer könnte das sein? Keine Ahnung, irgend so ein Prolet. Das könnte Jota sein. Ich kenne meine Meinung. Es ist Hochkultur. Alleine wie das gesagt worden ist, es klingt so niveauvoll. Ich bin auch bei Jans. Auch bei Jans. Es ist Schwachsinn. Zumal es zur Zeit der großen Philosophen gar kein Dynamit gab. Also Trash? Ja, Trash. Ja, Trash. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Friedrich Nietzsche. Friedrich? Das war Nietzsche. Bett Nummer 3 zieht nach draußen. Ja, Bildung haben nicht alle genossen. Ne? Das ist auch okay. Boah, der ist eh verrückt. Hier ist die Hochkulturfraktion. Hochkultur, Hochkultur. Die ersten, die immer schrien, die ganz an der linken Seite, die schrien immer Hochkultur. Und Ronald und ich so. Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. Boah, ey, der ist fies, Mann. Coco Chanel hätte es sagen können. Aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. Ja, ich glaube, das war Marilyn Monroe. Das war so eine Diva, die das gesagt hat. Wer ist für Trash? Hochkultur. Ich würde sagen Hochkultur. Hochkultur. Ich auch. Hochkultur. Hochkultur. Boah, ich will nicht verlieren. Mach nach Bauchgefühl. Ja. Ey, wir schlafen alle. Okay, es tut mir so leid. Oh. Wenn es stimmt, ey, dann haben wir Glück. Ne? Gegen die Mehrheit entschieden. Und jetzt kommt der Hammer. Dun, 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 dun. Oh, Scheiße. Ach, fuck. Nein. Mark Twain. Wir haben uns alle zuerst ein bisschen dumm angestellt, was aber auch an den Fragen lag. Sorry. Sorry. Scheiße. Ich kenne doch gar niemanden, der da heute stand. Das war ja komplett so, hä? Ich mag Sex mit alten Männern. Die geben sich immer mehr Mühe als junge Männer. Es könnte ja schließlich das letzte Mal sein. Trash, Trash. Trash. Sind wir uns einig, Trash, ne? Ja, Trash. Desiree Nick. Ja, ich wusste es. Ich zög mir die Männer im Doppelpack rein. Ich will abends einen haben. So was kann doch nur von Desiree Nick kommen, oder? Desiree mag gar keinen Sex. Nee? Hat seit 10 Jahren nicht mehr gevögelt. Was? Ronald, der ist zwar verrückt, aber ein Genie. Und Genies sind ja oft verrückt, ne? Und der weiß schon viel. Schade, dass man Wein nicht streicheln kann. Es ist eine, vielleicht eine Falle, weißt du? Es ist alles fein. Scheiß drauf, Hochkultur, ey. Meine Kinder würden sagen, das ist ein Bestimmer. Bullshit. Na komm, das ist jetzt richtig. Kurt Tucholsky. So. Wie bitte? Am Ende des Tages sind wir doch alle nur normale Menschen. Ich sag Trash. Ich sag auch Trash, weil es einfach hart dämlich ist und das wahrscheinlich irgendeiner ist von irgendeiner Bumsinsel. Ich würde auch sagen Trash. Pietro Lombardi. Yes. Pietro Baby. Oh. Gut, 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 sehr gut. Die Leute versuchen immer hinter meine Fassade zu gucken, aber da ist nichts. Trash. 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 Ja, würde ich auch sagen. Verona Poth. Okay, ich glaube, das ist einfach. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ja, Hochkultur. Also wirklich Hochkultur. Also Hochkultur. Den kennt man ja wirklich. Ja.
die typischen Zitate, die man so kennt, ne, von Marilyn Monroe oder so, ne, die kenne ich ja auch. Oder natürlich eigentlich auch mal ein paar von Konfuzius oder sowas. Ja. Hochkultur? Ja. 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 Franz Kafka. Das ist Kafka-esk. Was ist das denn, Kafka? Natürlich, Franz Kafka ist auch, der hat auch einige. Oh, Digga, jetzt frag mich nicht aus, Mann. Franz Kafka ist ein tschechischer Schriftsteller, der auch Psychoprobleme hatte. Der hätte hier also hervorragend hineingepasst. Alles, was gigantische Formen annimmt, kann imponieren. Auch die Dummheit. Ich sag Hochkultur. Ja, Hochkultur. Ja. Hochkultur. Erich Kästner. Ja, sag ich. Sehr gut. Ja, klar, das ist ja auch ein Name, weißt du. Aber ich weiß auch zum Beispiel nicht direkt, was der geschrieben hat. Warum kommt hier kein einziger Spruch von mir? Ja, ich fühle mich auch nicht geehrt. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Hochkultur. Könnte von dir sein. Hochkultur. Hochkultur. Ja, könntest du zitiert haben. Also, das ist Hochkultur. Welcher Trash-Promi weiß, was verzagt ist? Nina Christine, hast du heute schon einmal den Arm gehoben? Sag mal ehrlich. Boah, ich bin so verunsichert. Ja, aber du musst mitmachen. Du kannst okay, da nicht nur stehen und die ganze Zeit grinsen. Okay, ich sag Hochkultur. Naja, er hat mich wieder so ein bisschen angemacht während des Spiels. Nina, was ist mit dir? Du kannst dich nicht die ganze Zeit enthalten. Ich check's nicht irgendwie so. Wenn man ein Spiel spielt, dann muss man doch mitmachen. Ne? Dann muss man doch eine Meinung haben, eine Idee haben und Lust drauf haben. Und sich dann immer so zu enthalten und ja, ich bin mir so unsicher. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Boah, ist Nina Christine jetzt hier mittlerweile auch so ein bisschen auserzählt. Echt langweilig. Wer sagt Trash? Jetzt, heben wir Finger hoch. 4. Hochkultur? Auch 4. Und du bist auch noch da. Ronald glaubt, es war ein Profi-Promi. Martin Luther. Aha. Er wusste es auch. So wie mein Zitat. Essen, was gar ist, trinken, was klar ist, sammeln, was rar ist und was da ist, ebenfalls von Martin Luther kommt. Ja, das ist aber schwer. Die letzte Frage. Ich kenne einige Zitate und einige Sprüche, aber viele weiß man jetzt nicht. Mann, das dauert. Heinrich, schmeiß raus den Schal. Ja, Moment. Heinrich, ich hab schon. Ja, sehr gut. Die Wirklichkeit ist leider anders als die Realität. Ja, völliger Quatsch. Völliger so ein Quatsch. Das ist gleichbedeutend. Das kann nur jemand gesagt haben im Intelligenzquotienten vom mittelbegabten Dackel. Dann denkt man natürlich an Trash, weil es völlig Unsinn ist. Kommt, jetzt kommt's. Pass auf. Chili Boy. Oh, was? Ah. Die Wirklichkeit ist leider anders als die Realität. Helmut Kohl. Eindeutig Trash. Herr Schill. Das ist Trash aus Trash. Helmut Kohl. Herr Schill, Sie aus der Politik. Vorbestraft, ja. Oder? Wahnsinn. Er ist doch Trash. 5 Betten winken der Sala traurig ade. Ronald Schill, als ehemaliger Senator und Spitzenpolitiker und Jurist und sonst was, weiß nicht, dass die Nummer von Helmut Kohl kommt. Die waren wirklich super schwer, die Zitate. Also manche. Es war wirklich schwierig. Ich glaube, wir stehen jetzt schon ganz schön dumm da, ne? Mit den Zitaten hatten sie es nicht so. Jetzt müssen sie auch noch rechnen. Wir brauchen 12 Betten normalerweise, wenn jeder sein eigenes haben will, ne? Wir haben nur noch 3. Und wie viele haben wir jetzt? Liebe Reality Stars, 5 Betten von euch kommen aus der Sala und bekommen einen neuen Standort. Schlafen unter dem Sternenhimmel Thailands. Kann es etwas Schöneres geben? Ach, haben wir sicher streiten? Super. Entscheidet hier und jetzt, wer dieses Privileg genießen darf. Ich mach das gerne. Ich möchte unbedingt. Ich auch. Ciao. Moment mal, dass die Betten draußen stehen, sollte eine Bestrafung sein und keine Belohnung. Also, dann machen wir Sissy, Elena, Nana, Mädelsbande, Yasin und Mike. Und am Ende des Tages haben wir doch eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also 7 Betten sind noch drin und 5 sind draußen. Hört mal auf, alles so gelassen und positiv zu sehen. Ist ja ekelhaft. Naja, mal abwarten, ob euer innerer Buddha später vielleicht doch noch was verliert.